Das Kernkraftwerk Betznau ist seit mehr als 45 Jahren ein wichtiger Pfeiler der Schweizer Stromversorgung. Es liefert etwa ein Zehntel des gesamten Schweizer Strombedarfs. Die radioaktiven Anlageteile des Werks sind von mehreren Schutzhüllen umgeben. Die massiven 90 cm starken Beton-Containments schützen die Anlage vor Einwirkungen von außen. Im folgenden Zwischenraum herrscht ein kontrollierter Unterdruck, der das Entweichen von Luft nach außen verhindert. Das 33 mm starke Stahlcontainment umschließt die Anlagen vollständig und kann starkem Innendruck widerstehen. Im Containment werden wichtige Anlagenteile von einer weiteren 60 cm dicken Betonwand umgeben. Darin befinden sich die Dampferzeuger, die Rohrleitungen von Primär- und Sekundärkreislauf und von einem massiven Fundament umgeben der Reaktordruckbehälter. Er enthält die Energiequelle des Werks, den Kernreaktor, und steht im Betrieb unter hohem Druck. Der Deckel des Behälters enthält viele Durchlässe für Steuer- und Messinstrumente. An Deckeln gleicher Bauart wurden im Ausland alterungsbedingte Unregelmäßigkeiten an diesen Durchlässen festgestellt. Axpo hat daher 2008 beschlossen, die eigenen, vollkommen intakten Reaktordruckbehälterdeckel vorsorglich auszutauschen. Dazu werden 2015 im Rahmen der regulären Jahresrevision des Werks alle Brennelemente aus dem Reaktor entfernt. Die Reaktorgrube ist dabei mit Bohrwasser geflutet, das die radioaktive Strahlung zurückhält. Der Tausch der Reaktordruckbehälterdeckel erfolgt nach einem international erprobten Verfahren. Das Containment ist nur über Schleusen erreichbar, die für die Deckel zu klein sind. Daher muss am Containment temporär eine zusätzliche Transportöffnung angebracht werden. Öffnungen dieser Art wurden weltweit vielfach erfolgreich ausgeführt. Auch im Kernkraftwerk Betznau in den 90er Jahren, damals für den Austausch der Dampferzeuger. Die Vorgehensweise wird nun dargestellt. Zunächst wird der alte Deckel wieder auf den jetzt leeren Reaktordruckbehälter gesetzt. Dann werden an der inneren und äußeren Betonwand ca. 5x5 Meter große Transportöffnungen angebracht. Beide Transportöffnungen werden mit Schutztoren versehen. Erst danach wird das dazwischenliegende Stahlcontainment aufgeschweißt. Schließlich wird die Verschubbahn bis in das Containment verlängert. Damit ist die temporäre Transportöffnung einsatzbereit. Der neue Deckel wird in einem Transportbehälter angeliefert. Deckel und Behälter wiegen zusammen etwa 90 Tonnen. Sie werden auf einem Schlitten in das Containment gefahren. Jetzt werden die Schutztore geöffnet. Jede Öffnung muss vom Strahlenschutz genehmigt werden und ist nur erlaubt, wenn ein leichter Unterdruck im Containment eine konstante Luftbewegung von außen nach innen erzeugt. Zudem muss der Reaktordruckbehälter entweder mit einem Deckel verschlossen oder mit Bohrwasser geflutet sein. Der Transportbehälter wird auf den Deckelabstellplatz gestellt. Die massive Bodenplatte des Behälters bleibt dabei auf der Verschubbahn liegen. Jetzt wird ein Abschirmzylinder für den alten Reaktordruckbehälterdeckel eingebracht. Bei geschlossenen Schutztoren wird der Deckel vom Reaktordruckbehälter abgehoben. Der Deckel war lange Zeit starker radioaktiver Strahlung ausgesetzt und strahlt jetzt selber. Er wird auf die Verschubbahn gestellt. Die am stärksten strahlende Unterseite des Deckels wird jetzt durch die massiv gebaute Bodenplatte des Transportbehälters vollständig abgeschirmt. Die Serviceplattform auf dem Deckel wurde modifiziert und wird zur Wiederverwendung abmontiert. Der Abschirmzylinder wird zum Schutz gegen Strahlung auf den Deckel gesetzt. Ein weiterer Abschirmzylinder umschließt die Steuereinrichtungen auf der Deckeloberseite vollständig. Jetzt wird, hier etwas vereinfacht dargestellt, der Transportbehälter vom neuen auf den alten Deckel montiert.
Zusammen mit den Abschirmzylindern und der Bodenplatte wird ein wirkungsvoller Schutz gegen die Strahlung erreicht. Nun wird der Deckel aus dem Containment transportiert. Die noch freiliegenden Seiten des Deckels wurden gereinigt und mit einem Dekontaminationsanstrich versehen. Sie brauchen für den Transport nicht zusätzlich abgeschirmt zu werden. Mit einem Spezialfahrzeug wird der Deckel ins Zwischenlager Betznau gefahren. Im Transportbehälter wird er dort zwischengelagert. Auch das Zwischenlager ist gegen Erdbeben und Überflutung geschützt. Nun werden die Transportöffnungen am Containment geschlossen. Das Containment hat dieselbe Festigkeit wie vor der Öffnung. Nach der Montage des neuen Deckels ist der Austausch abgeschlossen. Nach ausführlichen Tests und anschließender Genehmigung der Aufsichtsbehörde geht der Kraftwerksblock wieder in Betrieb. Anschließend wird der zweite Block umgerüstet. Mit dem vorsorglichen Austausch der vollständig intakten Reaktordruckbehälterdeckel werden eventuell später auftretende Unregelmäßigkeiten im Kernkraftwerk Betznau von vornherein ausgeschlossen. Eine Investition in einen wichtigen Pfeiler der Schweizer Stromversorgung.